hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr könnt es erahnen, wir fahren wieder in Urlaub und wir nehmen euch wieder auf einen Roadtrip mit. Diesmal ist es die längste Strecke, die wir je mit dem Tesla zurückgelegt haben. Denn wir fahren nach Südfrankreich in den Sommerurlaub 2 Wochen und das machen wir in 2 Etappen. Die erste Etappe heute führt uns von Bremen nach Badenweiler. Das sind rund 750 Kilometer. Und morgen geht es dann weiter nach Südfrankreich und zwar in die Richtung Avignon. Und falls euch das was sagt, der letzte Supercharger auf unserer Strecke ist in Orange. Und da machen wir dann 60 Kilometer davon entfernt im Luberon Station. Und da ist dann unsere Ferienwohnung und deswegen freuen wir uns natürlich tierisch drauf. Und ich bin gespannt, wie das in Frankreich wird mit den ganzen Corona-Maßnahmen. Und das werden wir dann sehen und wir hoffen, dass alles gut geht. Und wir gesund wieder nach Hause kommen. Auf jeden Fall nehmen wir euch mit, deswegen bleibt dran. Unsere erste Etappe führt uns von Bremen bis nach Kamen. Das sind rund 230 Kilometer. Da brauchen wir 2 Stunden 25. Und dort kommen wir mit 13% an. Im Moment bin ich auf 100%, das heißt ganz entspannt. Und da laden wir dann vermutlich so 25 bis 30 Minuten, hat der Better Route Planner vorgeschlagen, um dann bis zum nächsten Supercharger zu kommen. Jo, jetzt sind wir in Kamen angekommen. Wir haben tatsächlich 10 Minuten weniger gebraucht als prognostiziert. Es ist tatsächlich so, dass die Dachbox jetzt wieder ein bisschen was schluckt. Also ich würde mal sagen, so 10% mehr Verbrauch. Wir haben so im Durchschnitt 22 Kilowattstunden, also 220 Wattstunden verbraucht, sind immer so 125 bis 130 km gefahren. Ist auch wieder sehr laut oben durch das Glasdach und die Windgeräusche, das stört von innen halt doch dann ziemlich mal schneller als 130 fährt. Jetzt ist trotz Dachbox hätte ich jetzt noch nach wie vor 300 Kilometer Reichweite gehabt. Also alles im grünen Bereich. Jetzt laden wir hier prognostiziert 25 Minuten und dann geht es weiter zum Supercharger Wilnsdorf und ich melde mich dann wieder von unterwegs auf der Strecke. Jetzt essen wir noch eine Kleinigkeit, machen mal kurz Pipi. Und geht Gassi und dann geht's gleich weiter. Wir sind wieder auf der Straße. Jetzt fahren wir gleich die A45 Richtung Frankfurt und dann laden wir das nächste Mal in Wilnsdorf. Das dauert ungefähr 1 Stunde 15 Minuten und wir haben ganze 18 Minuten in Kamen gestanden und von 20% auf 65% aufgeladen. Das war sozusagen das Zeitfenster mit meiner höchsten Ladeleistung von 84 kW. Mehr kriege ich hier ja leider nicht. Aber das hat völlig gereicht und damit kommen wir noch mit, was sagt er, 20% Rest in Wilnsdorf an. Also völlig entspannt und dieser Ladestopp hat gerade so gereicht, um mit dem Hund einmal Gassi zu gehen, einmal kurz auf Toilette und noch ein Brot zu essen und einen Kaffee zu trinken. Und dann war es auch schon rum, also man muss sich da schon ein bisschen beeilen, sonst dauert es länger als unbedingt nötig. Also läuft gut, Wetter ist jetzt schön, Straße ist relativ frei, wir hatten bisher noch keinen Stau. Gleich sind wir am Westhofener Kreuz und dann geht's Richtung Frankfurt. Thank you.
So, in Wilnsdorf angekommen. Wir haben jetzt hier 1:20 gebraucht von Kamen. War ein bisschen länger als prognostiziert, weil wir ja noch einen Stau hatten. Aber dafür sind wir mit 25% angekommen statt mit 20. Jetzt schlägt mein Tesla-Navi vor, ich soll hier 45 Minuten laden, um dann noch einmal in Bruchsal auch für 45 Minuten zu laden. Wobei mit dem Hund würde ich, glaube ich, doch lieber 2 Stops machen. Ich überlege mir das noch. Aber wir wollen jetzt hier eben ein bisschen was essen. Das heißt, hier stehen wir ein bisschen länger, weil wir hier Mittag machen. Kann also gut sein, dass wir hier relativ voll laden und dann doch bis Bruchsal fahren. Ja, das werden wir dann auf der Fahrt entscheiden. Jetzt wird erstmal was gegessen. Genau 40 Minuten in Wilnsdorf gestanden, lecker gegessen und haben uns dafür entschieden, dass wir doch nach Hirschberg jetzt fahren. Also wir machen jetzt noch 2 Stops, weil wir den Hund einfach schonen möchten, weil es doch relativ warm ist. Und damit Weiler nicht so gestresst ist, machen wir 2 Halts und fahren deswegen nicht so lange. Dafür sind die Stops ein wenig kürzer. Zeitlich kommt es eigentlich auf dasselbe raus und ja, für den Hund ist es einfach besser. Ja, Hirschberg war am Anfang ein bisschen voll. Ich musste gerade nochmal umparken, damit ich einen freien Stall bekomme, wo nicht beide Plätze belegt sind, damit ich die volle Ladeleistung bekomme. Das hat jetzt funktioniert. Angefangen habe ich erst mit 63 kW, da waren halt beide belegt, das ging auch noch. Aber jetzt habe ich wieder, was habe ich gehabt, 83, 84 kW. Ja gut, wir laden hier jetzt noch 5 Minuten, insgesamt 20 Minuten. Damit wir weiter nach Achern kommen, unserem letzten Ladestopp. Da komme ich jetzt schon mit 11% an. Aber wir werden hier noch ein bisschen stehen, ein paar Minuten. Und dann geht es gleich weiter. Das sind dann auch noch mal 120 Kilometer ungefähr. Bis dahin also eine gute Stunde. Und dann noch mal eine 100 Kilometer Etappe bis Badenweiler, unserem Ziel. Und da möchte ich dann gerne noch 30% im Akku haben. So ist das ganz okay. So, das sind die letzten 20 Minuten, die wir hier noch laden. Dann fahren wir weiter zum Ziel. Das ist ungefähr noch eine Stunde Fahrt, also naja, 100 Kilometer. Wir kommen leider nur langsam voran im Moment, weil hier sehr viele Baustellen sind und sehr viele Staus. Das ist ein bisschen nervig. Aber vielleicht haben wir ja Glück und die letzte Etappe ist dann nicht so schlimm wie die vorletzte gerade. Diesen letzten Ladestopp hätte ich jetzt persönlich nicht machen müssen. Ich hätte lieber nur 3 gemacht statt 4. Aber wir haben das jetzt dem Hund zuliebe gemacht, weil der halt doch schon so ein bisschen durch diese Wärme und die 8 Stunden Fahrt gestresst ist. Deswegen haben wir jetzt noch eine 4. Pause eingelegt. Ich hätte sonst in Bruchsal länger laden können, dann hätten wir durchfahren können. Aber naja, so geht's ja auch. Platz für ein Ladekabel ist in der kleinsten Hütte. Wir haben hier zwar nur Schoko, aber ich kann über Nacht den Wagen aufladen und so morgen mit fast vollem Akku wieder weiterfahren. So,
Tag 2 unserer Reise. Wir sind jetzt morgens aufgebrochen. Es ist 8.30 Uhr und wir haben 660 Kilometer vor uns. Better Route Planner sagt, wir brauchen ungefähr 8 Stunden 20 Minuten und wir müssen auch wieder ein paar Mal laden. Da ich hier vor Ort nur Schuko laden konnte über Nacht und auch die Ladeleistung auf 1 kW eingestellt habe, konnte ich nur 20% nachladen. Akkustand ist jetzt 37%. Das heißt, wir machen schon nach 20 Minuten hier den ersten Supercharger-Stopp in Mulhouse. Das ist direkt hinter der französischen Grenze. Und wir müssen vermutlich danach nochmal 4 kleine Stops machen. Das sind immer so 20, 25 Minuten. Mein Navi selber sagt, ich soll nur 3 Stops machen, dafür dann wieder länger, also 45 bis 50 Minuten. Ladezeit ist dann das gleiche. Aber da uns in Frankreich vermutlich doch relativ große Hitze erwarten wird, wir haben hier ja schon gestern über 30 Grad gehabt, werden wir wohl die Variante mit den jetzt dann noch 4 Stops nach Mulhouse wählen, damit der Hund dann immer noch so ein bisschen Pause hat. Das heißt, ungefähr so alle 1,5 Stunden machen wir 20 Minuten Ladepause und der Hund kriegt Auslauf. Alles klar, wir melden uns dann wieder von unterwegs und vom nächsten Supercharger. Besançon angekommen mit 9% Restreichweite und hier ist geschätzte Ladezeit 25 Minuten und dann fahren wir weiter zu Aire du Poulet de Bresse, da wo die Bresshühner herkommen. Das sind auch nochmal wieder geschätzte 120 Kilometer von hier. Das heißt, ja, sind wir auch wieder knapp 1 Stunde 10, 1 Stunde 20 unterwegs. In Besançon gibt es auch 3 22 kW Ladestationen. Und was steht davor? Ein Verbrenner. Das ist kurz hinter Lyon, sind alle Stalls tatsächlich belegt jetzt, wo ich gekommen bin. Ich hatte noch Glück, dass ich noch einen von 2 freien gekriegt habe und 2 Minuten später war der letzte auch noch belegt. Aber auch hier ist ein Kommen und Gehen. Hier sind jetzt gerade wieder 2 weggefahren und jetzt kommen da schon wieder 2 neue. Also hier ist ein Kommen und Gehen und es sind auch hier nur 8 Stalls, also potenziell zu wenig. Da ist in Frankreich von Tesla sicherlich jetzt noch ein bisschen Ausbau nötig. Eigentlich könnten wir jetzt hier den letzten Ladestopp machen, wenn wir jetzt hier so 40 Minuten stehen oder 45 Minuten stehen. Aber ich will nochmal in Orange laden, damit ich dann am Zielort, der ungefähr 50 Kilometer von Orange entfernt ist, noch möglichst viel Saft im Akku habe, um ja, morgen ein bisschen rumfahren zu können, weil ich nicht genau weiß, wie das mit dem Schokoladen dort klappt. Ich kenne natürlich die elektrische Verkabelung in diesem Haus nicht. Nicht, dass da die Sicherung mir ständig rausfliegt. Das weiß ich ja noch nicht und auf Nummer sicher möchte ich schon ein bisschen gehen. Deswegen würde ich gerne mit 50% Rest am Zielort ankommen. Ja, den Stau in Lyon mussten wir natürlich irgendwie noch mitnehmen. Ist jetzt ja quasi Mittagszeit, 14 Uhr gewesen. Und da war leider sehr viel Stau und wir haben locker eine halbe Stunde verloren. Aber gut, wir haben es geschafft, wir sind angekommen. Hier dieser Supercharger ist wieder am Hinterhof, Parkplatz eines Ibis-Hotels. Doch ein bisschen kompliziert zu finden. Bin ich ein bisschen rumgekurvt, bevor ich das entdeckt habe, wo das ist. Aber sonst ist das prima. Man kann halt in die Hotel-Lounge gehen, die ist klimatisiert. Da gibt es auch Getränke, Toiletten, alles gut. Gar kein Problem.
Also draußen ist es jetzt 34 Grad. Da möchte man auch ganz gerne sich in einem klimatisierten Raum aufhalten, wenn man hier länger steht. Stau hier, alles ja, kreuz und quer. Guck, echt klasse. Hier sind ja keine Linien, kein Wunder. Wunder dass raus, wenn ist. Keine Linien da sind. 17 Spuren wollen auf 3. Ja, jetzt hört man doch die provenzalischen Grillen so langsam. Ich befinde mich jetzt hier in Montélimar am Supercharger und nicht in Orange, weil wir hatten nur Stau und die Fahrt war jetzt irgendwie schon 2 Stunden Stop and Go und das wollten wir einfach nicht mehr mitmachen. Wir wollten jetzt nicht noch 1 Stunde bis Orange uns durchstauen, sodass wir jetzt hier in Montélimar am Supercharger gefahren sind. Hier laden wir jetzt nochmal und der Hund kann noch was trinken, kann nochmal ein bisschen raus. Und hier sind 16 Stalls, die sind jetzt gerade halb voll, also jeder zweite ist belegt. Und hier kommen auch noch ständig neue Teslas an. Also man hört hier entweder die Klimaanlagen rauschen, beziehungsweise die Kühlung von den Akkus oder eben die Grillen. Aber es ist eine ganz schöne Atmosphäre und jetzt natürlich hier so ein bisschen mediterran. Ne? Aber gut, wir laden jetzt hier das, was wir in Orange laden wollten. Wahrscheinlich dann auch wieder 20 Minuten, 25 Minuten und dann fahren wir dann durch. Das sind dann von hier aus noch ungefähr 150 Kilometer, schätze ich. Dann sind wir da. Also bei der Stausituation kann das aber gut nach 2,5 Stunden dauern, leider. Die Franzosen und ihre Scherze. Jetzt ist mein Wagen plötzlich zu verkaufen. So, wir sind jetzt in Fontaine de Vaucluse. Das ist ein wunderschöner kleiner malerischer Ort hier bei uns ganz in der Nähe. Hier entspringt die Sorgue und da wandern wir gleich mal hin zur Quelle. Ist eigentlich wunderbar, wir waren hier schon mal. Und hier gibt es einen Parkplatz mit 2 DC-Ladestationen, je 2 Ladepunkten, also insgesamt 4 Ladeplätze. Okay, wir laden also und jetzt gehen wir mal ein bisschen spazieren.
So, wir sind also heil angekommen und die Fahrt war zwar ein bisschen stressig, aber dafür entschädigt hier die Wohnung und das Ganze drumherum für alles. Wir sind hier im Luberon, wie gesagt, in einem Ort namens Lagne, untergebracht privat sozusagen bei einer Gastfamilie, die über Airbnb 3 Wohnungen inseriert und die Wohnungen sind noch alle belegt. Und wir haben auch 4 Hunde. Also das ist hier Highlife garantiert, alle verstehen sich prächtig. Gestern Abend gab es schon ein Gelage am Pool, also so habe ich mir das vorgestellt. Und Elektroauto auch gar kein Problem. Ich konnte hier mit Schuko und den Juice Booster problemlos laden. Den Juice Booster habe ich mitgenommen, weil hier ein Supermarkt in Ile-sur-la-Sorgue, dem nächsten größeren Ort, existiert, an dem man mit Typ 3 laden kann. Und der Dennis Dietz von Store in Charge hat mir den privaten Juice Booster von ihm freundlicherweise geliehen. Dennis, dafür möchte ich dir ganz herzlich danken. Den Typ 3 habe ich noch nicht ausprobiert, werde ich aber dann auch noch machen, ob das auch wirklich alles funktioniert. Auf jeden Fall hier mit Schuko funktioniert der Juice Booster wunderbar. Ich habe auch die ganzen Adapter von hier bekommen, alles perfekt. Also falls ich in irgendeine Lage kommen sollte, wo ich Strom brauche, bin ich im Prinzip mit dem Juice Booster und den Adaptern perfekt gerüstet. Und übrigens, wenn ihr dieses Video seht und eventuell euch auch für den Juice Booster interessiert, das ist ja sowas wie eine mobile Wallbox, dann könnt ihr über einen Code, nämlich Hashtag MoveElectric bei dem Shop Store in Charge, die Adresse blende ich hier unten ein, den Juice Booster bestellen und bekommt 5,5% Rabatt auf die Standardversion. Das wollte ich euch nur mal sagen, falls ihr euch das überlegt. Der ist wirklich sehr praktisch, man kann ihn überall hin mitnehmen, man kann ihn auch als Wallbox benutzen. Damit ist man wirklich für jede Gelegenheit gerüstet. Gibt es auch noch mit 10 Meter Verlängerungskabel. Hat auch einen Temperatursensor für Überhitzungsschutz und. Also ein tolles Teil, muss ich sagen. Ja, was machen wir jetzt noch? Wir werden erstmal ein bisschen entspannen und die Seele baumeln lassen. Und dann begeben wir uns wahrscheinlich in den nächsten 1-2 Tagen so ein bisschen auf Tour hier in der Gegend. Wir waren ja schon ein paar Mal, also wir kennen das alles schon. Nichtsdestotrotz ist es einfach herrlich hier. Das Wetter ist natürlich bombastisch. Wir haben so 34 Grad. Ja, zum Thema Elektroauto sei hier noch zu sagen, dass man hier doch sehr wenig davon sieht. Also selbst Zoes sieht man kaum im Straßenverkehr. Ladestationen, öffentliche gibt es hier so gut wie gar keine. Also im Umkreis von 30 Kilometern gibt es ganze 3. Es gibt hier ein paar Hotels, die haben Tesla Destination Charger. Aber die kann man auch an einer Hand abzählen. So viel ist es hier nicht. Von daher ist hier eigentlich in der Regel Schuko-Laden angesagt. Das funktioniert aber eigentlich auch problemlos. Man steht halt ein bisschen länger, aber man muss ja nicht jeden Tag die 300 Kilometer hier runterreißen. Von daher passt das schon. So, so viel erstmal für den Moment. Und wenn wir dann wieder auf Tour gehen, nehme ich euch natürlich mit und dann könnt ihr sehen, was wir hier so erleben. Das war auf jeden Fall Teil 1 meines Roadtrips nach Südfrankreich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch. Und in den nächsten Tagen werde ich dann Teil 2 veröffentlichen. Dann könnt ihr sehen, wo wir überall gewesen sind und natürlich auch uns auf der Rücktour begleiten. Aber zum Glück dauert das jetzt noch ein paar Tage, denn wir haben ja eigentlich den ganzen Urlaub noch vor uns. Also, schaut beim nächsten Mal wieder rein, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.